Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und es ist mal wieder soweit, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Da habe ich mir gedacht, das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um mal eine aktualisierte Roomtour zu machen. Und ich möchte in dieser Roomtour einen anderen Weg beschreiten. Ich werde zu den einzelnen Exponaten so gut wie nichts mehr sagen. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, die findet ihr in den Untertiteln. Das heißt also, hier würde es Sinn machen, die Untertitel einzuschalten. Gut, dann lasst uns doch gleich loslegen. Wir beginnen natürlich in der Figurenausstellung, das heißt im Flur. The Quantum Storm Star Wars Collection. Hier sind wir also, im Flur oder wie ich gerne sage, in meiner Figurenausstellung. Wir haben hier diverse Vitrinen, die sind selbst gebaut, das könnt ihr euch einmal in der Infobox angucken. Die sind natürlich deswegen selber gebaut, weil ich eine optimale Platzausnutzung haben wollte und das geht mit gekauften Vitrinen eher schwierig. Wir haben hier diverse Toylines, das werden wir gleich uns auch noch angucken. Und auch wenn ich hier immer gerne sage, das ist die Figurenausstellung, stimmt nicht mehr so ganz. Wenn wir gleich in den Hauptraum kommen, einige nennen es auch Wohnzimmer, da werden wir sehen, dass da auch Figuren drin stehen. Das liegt aber daran, dass der Sammler diverse Probleme hat. Zwei davon wären erstmal der Platz und der zweite sind natürlich auch die finanziellen Mittel. Irgendwo muss das Ganze ja auch finanziert werden. Okay, ohne Umschweife wollen wir uns dann mal den einzelnen Vitrinen widmen. Ich werde bei einigen Vitrinen versuchen, die von Plexiglasscheiben rauszunehmen, damit sie nicht spiegeln. Bei anderen gelingt es nicht. Das sei mir bitte einmal nachzusehen. Thank you.
Thank you.
Das war sie, die Roomtour 2023. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr es mir natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Wäre für mich natürlich auch nützlich, wenn ihr mir ein Like da lasst oder gleich den ganzen Kanal abonniert. Das würde mir natürlich sehr helfen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.